So, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben und hatten hier für Eyumi-san die Level 5 Quest gemacht. Deswegen geht es jetzt hier mit der Level 10 Quest Prüfung des Windes weiter. Dein Blick ist voller Tatendrang. Aus dir wird wohl schon bald eine große Stütze unserer Gilde werden. Letztes Mal hast du ja einiges über die Erde erfahren. Heute möchte ich dich darum bitten, dich mit einem anderen Element zu beschäftigen, dem Wind. Reise zur Imkerei Blütengold im Ostwald und suche die Druidin Wulfiu auf. Sie ist zwar noch ein relativ junges Mitglied unserer Gilde, aber bereits eine Druidin mit vollendeten Fähigkeiten, wenn es darum geht, den Willen der Luftelementare zu erahnen. Ich kenne keinen besseren Lehrer, um dich in den Mysterien des Windes zu unterweisen. Okay. Imkerei Blütengold. Das heißt, Jagdhütte der Househorns. Das habe ich mir fast gedacht. Aber wie man vielleicht festgestellt hat, ist der Druide jetzt endlich auf Level 40, sprich noch 10 Level fehlen mit dem. Und gar nicht mehr so viel. Heute in der Instanz geheilt. Es war eine mittelschwere Katastrophe, weil mir einfach die hohen Skills fehlten. Ein Grund mehr, um diese Quest endlich zu machen hier. Und ich sollte vielleicht nicht auf den Knopf drücken. So. Irgendwo hier, da oben. Du musst Killua sein. Sumi-Yan hat mir dein Kommen angekündigt. Es wird mir eine Freude sein, dich alles über Böen und Winde zu lehren. Nun, wo fangen wir an? Vergib mir mein Zögern. Ich habe mir erst vor kurzem den Titel Druidin verdient und du bist mein erster Schüler. Ach ja, ich denke, ich habe eine passende Aufgabe für dich. Östlich vom Honigblumensteg gibt es eine kleine Quelle. Begib dich dorthin und beseitige den Honigbienenschwarm. Du fragst dich vielleicht, was diese Angelegenheit mit deinen Studien der Luft zu tun hat. Keine Sorge, ich verspreche dir, dass diese Aufgabe dein Verständnis des Windes schärfen wird. Wenn du meinst, dann tue ich das doch mal. So, irgendwo hier hinten, genau. Nein. Hä? Das möchte ich. Was ist das jetzt? Ja, eine Level 10 Quest. Normalerweise ist man auch Level 10, wenn man die macht. Willkommen zurück. Hast du dich um die Bienen gekümmert? Es ist in der Tat äußerst ungewöhnlich, dass sich diese Kreaturen überhaupt in der Nähe der Quelle aufhalten, wo die von den Bienen bevorzugten Blumen gar nicht blühen. Und was hat dieses seltsame Verhalten verursacht? Beruhige deinen Verstand und aktiviere deine Sinne. Kannst du es fühlen? Der Pfad des Windes weicht von seinem natürlichen Weg ab und reißt dabei unglückselige Kreaturen mit sich. Es liegt eine Störung der Elemente vor, die ihr Unwesen mit den Luftströmungen treibt. Kehre zur Quelle nahe des Honigblumenstegs zurück und suche nach dieser verdorbenen Luft. Setze dann deine animistische Magie ein, um die Störung zu beseitigen. Okay, dann tue ich das doch. Nochmal zurück. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen, dass hier so viel verdorbene Luft ist. Ein
Ein Event? Ich werde auf Level 14 runtergesetzt. Jetzt mache ich ja gar keinen Schaden mehr. Da immer eins, wenn ich so ein anderes töte, oder? Oh. Ich glaube, ich muss sie doch töten. Die Verdorbenheit der Luft ist größer, als ich zuerst dachte. Du. Okay, ich soll die Heilung hier überlassen. Das war's. Ah, das Wehklagen des Windes ist verstummt. Du hast ihn befreit und zurück auf seinen natürlichen Weg gebracht. Lasst uns zum Honigblumensteg zurückkehren. Die hat mich bestimmt allein da gelassen wieder. War ja so klar. Ah, was ein anstrengender Kampf. Das haben wir schon mal gehört. Nun denn, was hast du während deiner Auseinandersetzung mit der Luft gelernt? Der Wind greift dich nicht unmittelbar mit einer gewaltigen Kraft an, wie die Erde das tut. Stattdessen peinigt er deine Gestalt und fügt ihr unzählige winzige Wunden zu, während er um dich herumtanzt. Nach solch einer schmerzhaften Erfahrung solltest du nun mit der Fähigkeit des Windes zur schleichenden Zerstörung vertraut sein. Es gibt kein Land auf dieser Welt, das vom Wind unberührt bleibt. Wenn du dich in fernen Ländern wiederfindest und seinen Hauch auf deiner Haut spürst, dann erinnere dich an die Lektion, die du heute hier gelernt hast. Irgendetwas stimmt mit diesen Strömungen der Elemente. Stimmt nicht mit diesen Strömungen der Elemente. Es freut mich zwar, dass sich uns eine so gute Gelegenheit für deine Ausbildung geboten hat, aber die zunehmende Häufigkeit der Störungen beunruhigt mich ein wenig. Es stimmt zwar, dass die Katastrophe viel Schaden im Wald der Einkehr angerichtet hat, aber ich vermute, hier steckt eine andere Kraft dahinter. Bitte bleib wachsam. Aber genug der ominösen Sorgen. Bedauerlicherweise trennen sich unsere Wege hier wieder. Kehre zur Grotte der versunkenen Gedanken zurück und informiere Iyumi-san über deine neuen Fähigkeiten. Okay. Gucken, ich glaube, es wird heute wieder eine etwas längere Playstation. Willkommen zurück. Die Gebieter haben mich darüber informiert, dass du gelernt hast, die Stimme des Windes zu vernehmen. Das freut mich. Nun, da du dich mit zwei Elementen verbündet hast, ist deine Ausbildung auf einem guten Weg. Aber das wahre Verständnis dieser Energien wird sich dir erst im Laufe der Zeit offenbaren. Hab Geduld. Du hast dich der Natur genähert und genauso wie sich die Natur, wird sich die Natur auch dir nähern. Sie haben dir etwas über den Wind beigebracht. Warum sollte man sich darum scheren? Du kannst auch ohne diese langweiligen Lektionen heilen. Das Druidentum ist untrennbar mit der Natur verbunden, Siffy. Diese langweilige Lektion solltest du auch inzwischen gelernt haben. Aber da du nun hier bist, nehme ich an,
Du hast deinen Lehrmeister einmal mehr im Stich gelassen. Du musst das verstehen. Wenn du weiterhin ohne angemessenes Wissen Heilzauber. Ich weiß bereits genug. Meine Mutter hat sich auch niemals mit der Natur beschäftigen müssen, um zu heilen. Und die Leute, denen sie geholfen hat, waren überaus dankbar dafür. Ich werde das Druidentum auf die gleiche Art wie sie erlernen und eine ebenso großartige Druidin werden, du wirst schon sehen. Aber ich bin nicht hier, um mich zu streiten, Yumi-san. Ich wollte dir nur sagen, dass ich herausgefunden habe, wie man Wiederbeleben wirkt. Wie? Was hast du nun angestellt, Mädchen? Du weißt ja gar nicht, welche gefährlichen Kräfte du zu kontrollieren versuchst. Solltest du versuchen, diesen Zauber zu wirken, bleibt mir keine andere Wahl, als dir den Titel Druidin zu entziehen. Warum bist du denn so böse? Es ist doch nicht so, als würde ich versuchen, jemandem Schaden zuzufügen. Oh, meine liebe Sylphie, darum geht es doch gerade. Verzeihung, ich hoffe, diese ständigen Unterbrechungen entmutigen dich nicht. Sylphies Mutter war, wie du vielleicht gehört hast, auch eine Druidin. Sie beherrschte keine Sprüche außer ihren Heilzaubern. Verständlicherweise versucht Sylphie ihr nachzueifern. Es ist eine seltene und rätselhafte Gabe, ohne die Energien der Natur zu heilen zu können, aber diese Macht entspringt nicht dem wahren Druidentum. Unserem aktuellen Wissensstand nach sollte es unmöglich für Sylphie sein, den Zauber wiederbeleben zu wirken. Mir schaudert es bei dem Gedanken, was passieren könnte, sollte sie es versuchen. Ich fürchte, mein Misserfolg dabei, sie auf den richtigen Weg zu führen, spricht nicht gerade für meine Fähigkeiten als Lehrmeister. Nichtsdestotrotz habe ich weiterhin die höchsten Erwartungen für deine Ausbildung zum Druiden. Du verfügst bereits über große Macht und wirst diese sicherlich weiter ausbauen, aber denke immer daran, dass wir diese Kräfte nur geliehen und nicht vereinnahmt haben. Super, wie man mein Gesicht mal wieder sieht. Joa, das war die Level 10 Quest. Und für die Level 15 Quest bekommen wir jetzt eine neue Fähigkeit, die nennt sich dann Wasserstrahl, die Prüfung des Wassers. Schön, dich wiederzusehen. Deine Aura kann ich entnehmen, dass du als Druide seit unserem letzten Treffen große Fortschritte gemacht hast. Bestimmt. Du scheinst mir nun bereit zu sein, dich mit dem dritten Element zu befassen, dem Wasser. Zunächst einmal solltest du diese Flasche mit klarem Wasser nehmen und ihren Inhalt auf dem Hagebaum im Ostwald entleeren. Dadurch wird das Wesen hervorgelockt, das dem Baum seine Lebensenergie entzieht. Besiege das Wesen und sprich dann mit dem Druiden Joaquin bei der Jagdhütte der Horsehounds. Wie du dir vielleicht denken kannst, hat er ein feines Ohr für das Rauschen der Bäche und Ströme. Folge seinem Rat, wenn du das Element des Wassers zu meistern gelingst. Das heißt, wieder zum Ostwald. Ups, einmal zu weit. So, und irgendwo hier drüben gleich. Das Lagerfeuer schon immer da. So, und dann soll ich da hinten mit dem Joachim sprechen. Da ist bestimmt eine Hütte drinne. Nein, nein, nein. Hier hinten? Ja. Sei gegrüßt. Ich nehme an, du hast das verdorbene Wasser am Hagebaum gesäubert. Yep. Die Freudensbekundungen der Gebieter waren deutlich zu vernehmen. Erlaube mir, ihre Dankbarkeit dir gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und meine. Nun, lass uns keine Zeit verschwenden und direkt auf das Thema deiner Lehrstunde zu sprechen kommen.
Es mag dir seltsam vorgekommen sein, dich um einen Baum zu kümmern, obgleich deine Lektion doch das Element Wasser zum Thema hat. Die Erklärung ist relativ einfach. Der Wald benötigt mehr als nährreichen Boden, um zu gedeihen. Wasser ist lebenswichtig, um die Nährstoffe aus dem Boden durch den Stamm bis in die Spitzen der Blätter zu transportieren. Diese wertvolle Flüssigkeit ist das Lebensblut des Waldes, der Einkehr. Aber wenn Wasser zu schnell und zu stark aufsteigt, wird es zu einer tosenden Welle, die alles mit sich reißt. Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass alles in der Natur sich in einem Gleichgewicht befindet, und das Druidentum muss dies in gleicher Weise reflektieren. Druide Joachim, seid ihr da? Ich bin hier, mein Herr. Was ist vorgefallen? Eine Herde junger Antilopenböcke ist aufgeschreckt und hat panisch die Flucht ergriffen. Ich weiß nicht, was dies verursacht hat, aber sie lassen sich nicht beruhigen. Die Soldaten, die Böcke aufhalten sollten, haben ganz schön was abbekommen. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Verwundeten drüben bei Joselins Wachturm und nicht genügend Leute, um sie zu versorgen. Wir benötigen einen Heiler, und zwar schnell. Seltsam, ich habe nichts dergleichen von den Gebietern vernommen. Was könnte diese Antilopen so erschreckt haben? Ah, Verzeihung, ich werde diesen Gedanken auf später verschieben. Beeilen wir uns. Wenn die Umstände tatsächlich so chaotisch sind, fürchte ich, die Zahl der Verwundeten könnte bald zunehmen. Ich frage mich, ob wir beide das bewältigen können. Deine Fähigkeiten werden benötigt. Begib dich unverzüglich zu Jocelyns Wachturm und kümmere dich um die Verwundeten. Ich werde Heilsalben auftreiben und versuchen, weitere Heiler zu rekrutieren. Brich zur Grotte der versunkenen Gedanken auf und versuche Eyumi-san zu Hilfe. Und ersuche Eyumi-san zu Hilfe. Jawohl. Ups, falsche Taste. Die nehmen wir doch. Und dann einmal hoch zum Wachturm. Drinnen, draußen. Drinnen. Wer ist ein Druide? Nofika sei Dank. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Es klingt, als würden gerade einige frisch verwundete Soldaten eintreffen. Bitte hilf ihnen, so gut es geht. Draußen? Drinnen? Da. Heilzauber. Diese Leute sind fürs Erste außer Gefahr, aber ich fürchte, das verschafft uns nur eine kurze Atempause. Der Kampf mit den Böcken hält immer noch an und wir erhalten Berichte von noch mehr Verwundeten. Ich bitte dich, das Klageregiment zu unterstützen und all dies zu beenden. Die Schlacht findet neben dem Pfad, der nach Nordosten führt, statt. Meine Künste sollten ausreichen, um die hier Verbliebenen zu versorgen. Geh nun. Ja, okay. Bist du hier, um zu helfen? Schnell, die Schlacht ist hier entlang. Level 19. Zur Hilfe!
Ja. Ich wollte schon sagen, da muss noch mehr kommen. Ein Ausweichmalus. Okay. Das habe ich noch nicht gesehen. Ein bisschen heilen. Und noch mehr Gegner. Okay, man muss sie anscheinend echt nur am Leben halten. Die machen alle für sich genug Schaden. Aber die Quest war einfacher mit Maus zu heilen irgendwie. Keuch. Junge Frau. Mir geht's gut. Kümmere dich nicht um mich. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Silphie, hör sofort auf damit. Ich verbiete es dir, solche Methoden anzuwenden. Gildenmeister. Ich kann nicht zulassen, dass du die Fehler deiner Mutter wiederholst. Meine Mutter hat nie etwas Falsches getan. Killua, dürfte ich dich darum bitten, ihr zu folgen? Ich fürchte, meine Anwesenheit reizt sie nur noch mehr. In ihrem Zustand kann sie nicht weit gekommen sein. Na gut, aber ich mache an der Stelle mal kurz einen kleinen Break. Und dann geht's gleich weiter mit der Suche nach Sylphie. Beziehungsweise da vorne sitzt sie schon. Das heißt, wir sprechen gleich mit ihr. Bis dann!